Neues Thema: Entwicklung und Implementierung von IT-Systemen. Und wir sehen die Planungsschritte schon vorstrukturiert in unseren Unterlagen und müssen nur noch ergänzen. Lassen uns die Planungsschritte eben kurz nennen. Planung. Was haben wir dann? Analyse. Entwurf. Programmierung. Test und Validierung. Validierung heißt, leistet das System das, was es leisten soll. Das sind die Schritte. Unterstützungsprozesse sind Qualitätsmanagement. Projektmanagement und Dokumentenmanagement. Ja, das sind sozusagen weitere Einflussgrößen oder unterstützende, begleitende Prozesse. Wir haben sicher, je nachdem, was wir jetzt hier einführen, Qualitätsanforderungen, die berücksichtigt werden müssen. Und wir haben schon gesehen, Qualität ist ein weiter Begriff. Qualität bedeutet, schnell zu sein zum Beispiel. Ja, Qualität bedeutet, dass die Informationen an der anderen Stelle richtig ankommen. Qualität bedeutet, dass gewisse Mindestanforderungen von Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet sind. All das kann Qualität sein hier. Qualität ist ein weiter Begriff, kein enger Begriff. Ja, Eignung für einen bestimmten Zweck, und vom Zweck ergeben sich die Qualitätsanforderungen. Dann Projektmanagement. Die Dynamik kennen wir schon, das ist die Gruppendynamik. Ja, das ist eine Gruppe mit den entsprechenden gruppendynamischen Prozessen. Das wirkt hier ein. Und Dokumenten- oder Dokumentationsmanagement bedeutet, dass wir an vielen Stellen hier auch Daten erfassen und überlegen, wer braucht welche Daten und Informationen, welche rechtlichen Einflussgrößen haben wir hier zum Beispiel, was müssen wir dokumentieren aufgrund von rechtlichen Anforderungen, ja, zum Beispiel steuerliche Anforderungen. Was sollten wir dokumentieren? Und wer hat Zugriff auf diese Daten? Das ist Dokumentationsmanagement als unterstützender Prozess. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.